Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen. MotoTV 22, der zweite Tag hier beim MSC Obergricht, und wir haben heute leider Gottes nicht mehr viele Vorzeige, denn gestern Technik Stich gelassen. Ja, Markus, dir ist es gestern gut gelaufen. Ihr teilt ja euch das Auto, du und der Martin. Weißt du vielleicht zwar so der Schnellere? Eher schon der Papa, ich bin schneller, weil er fährt halt echt schon länger. Darfst du nicht die Wahrheit sagen, gell? Ja, nein, das ist schon die Wahrheit, das stimmt schon. Und der Tagessieger von gestern bei den Tour Normalia, es ist richtig gut gelaufen gestern für dich. Tolles Auto, schnelles Auto und 2, 3 Top-Läufe. Ja, nein, wir sind tipptopp zufrieden mit dem Auto. Es funktioniert jetzt auch wirklich gut. Jetzt haben wir die Temperatur im Griff. Und wie man sieht, es passt einfach alles zusammen, der Fahrer und das Auto. Und er bewegt ihn auch super schnell und tolle Bilder haben wir gestern gekriegt. Du bist heute den ersten Tag mit dabei, hast gestern ausgesetzt und die Technik zu schonen, und heute geht's los und heute greifst schon. Schauen wir mal, was geht. Ja, wir sind ein bisschen am Anfang. Das Auto neu erworben vom MSC Leutasch. Genau, ja. Und wie liegt er da? Ja, liegt nicht schlecht, ja. Also schauen wir mal, was so geht. Und fährst du mit dem nachher ins Slalom auch oder machst du mit dem Sachs weiter? Ja, voll mit dem Sachs. Der Bruder wird ihn aufbewegen. Mal schauen, was geht, ja. Schaust, was geht. Du warst schon bei Meierhofen nicht dabei. Wohl, bin auch schon mal kurz geschaut. Sein zum Verwechseln ähnlich, nur die Größe im Auto kann sich unterscheiden. Warte, die erste Veranstaltung des MSC Obergricht. Im Großen und Ganzen haben sie es gut gemacht. Man muss auch sagen, das Ganze, was sie hergerichtet haben, gewaltig, Hut ab, muss man sagen. Und die Lage ist ja perfekt darum. Also auf der Höhenlage, wenn es da nicht mehr geht, dann geht es nirgends. Ne? Also hoffentlich tun sie das weiter, muss man sagen. Und man unterstützt die, wo es geht. Wir müssen nicht zusammenhelfen, wir lernen gegenseitig. Das ist wichtig und da macht man keinen Vorwurf. Das hat alles passt, super. Nein, einen Vorwurf möchten wir Ihnen eh keinen machen. Das war eh alles in Ordnung. Da herum auf 1700 Meter. Jetzt gehen wir wieder zurück zu euch auf 700 Meter. Wie schaut es denn aus in Zillertal? Da gibt es noch 2 Rennen. Ja, momentan schaut es nicht gut aus. Wir sind froh, dass wir das durchgebracht haben. Wir haben einen letzten Andruck genutzt eigentlich, muss man sagen, der letzte Sonntag, wo es kalt war. Und du, wenn jetzt auch die zweite Februarhälfte, wenn noch irgendwas kommen sollte, dass es wirklich kalt wird, vielleicht machen wir noch eine Kleinigkeit oder was, aber so wie wir es da gemacht haben, wenn wir so eine große Veranstaltung, werden wir nicht mehr da machen. Der zweite Tag hier bei diesem Eisrace. Und was habt ihr euch vorgenommen? Wie jeder halt, ne? viele Siegertypen haben da. Und nein, ist aber lässig, wenn alle eine Gaudi haben und das soll fair bleiben. Die Leute sollen was zu schauen haben, um das geht es eigentlich. Und dann im Großen und Ganzen nicht mit Gewalt irgendwas hinmachen. Das brauchen wir nicht. Ja, Helmut, wie ich da so ein bisschen sehe, gibt es da Kampfspuren? Ja, das sind die Kollegen. Zillertaler Kollegen, das sind nette. Nein, ich glaube, die Seite zieht sich ein bisschen los. Erst mal an Hansa Franz, jetzt mal an Martin. Die Seite ziehe ich nur. Es gibt euch ja alles draußen. Also ein richtiger toller Sport, den was ist in die Fans Bierzeit. Ja, Heikers Bering, ne? Passt da die Bahn mehr gut. Den ersten Lauf gewonnen? Den ersten Lauf habe ich gewonnen, jetzt war ich Zweiter. Bist vorne dabei, es geht um einen Stockerplatz. Ja, hoffen wir. Wir wünschen uns einen coolen Lauf jetzt für euch. Danke, ja, danke. Sei gut unterwegs. Thank you.
Berg nach Nebel. Kommt das Gas. Funde!
ersten drei der Klasse 5. Stimmt, das ist der 8. Teilgenommen, das macht aber gar nichts. Auf jeden Fall der Hauser Helmut da. Ja Martin, was ist außen passiert? Also man hat gesehen, auf einmal ist da hinten die Staubwolken aufgegangen. Ja, übermotiviert. Ich habe mir gedacht, beim Matzen, jetzt probiere ich es einmal außen da. Innen ist die gegangen, der ist sauber gefangen. Recht außen, da hat es mir natürlich einen Schneematsch reingetrieben und auf die Seitenwand auf. Und dann hat es mir reingezogen und leider ist der Hauser Helli dahergekommen. Eigentlich hat er können ein bisschen warten, aber auf das ist er mir reingefahren. Ist er gierig gewesen? Ja, wahrscheinlich. Jeder will nur nach vorne. Ne? Ja, da werden wir ihn mal herholen. Helli, geh mal her, weil jetzt möchte man deine Meinung hören. Jetzt haben wir seine Meinung gehört. Wir haben alles zwar drauf auf der Kamera. Was ist passiert? Ja, er ist mit reingefahren. Er ist von Haufen nach oben gefahren. Da möchte ich, will auf die andere Seite fahren. Sehr viele Ausfälle, sehr viel Materialschaden. Jetzt geht es leider nach Hause. Schaut, das Tor wird zugemacht und wir sehen sie aber wieder in Achenkirch oder in Weißenbach. Und wir freuen uns schon wieder, wenn das Feld wieder voll gefüllt ist. Und es geht zum nächsten Eisrennen. Wie gesagt, Achensee
in Achenkirch oder in Weißenbach. Diesen Bericht präsentierte euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpen von Speck, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen.